Hallo bei Nerdfernmedizin. Ihr kennt uns ja schon. Ich bin Philipp, das ist Martin und Hallo. wir beide sind ja begeisterte Notfallmediziner und da hat man auch immer wieder mal Praktikanten dabei und die fragen häufig, was ist denn eigentlich NIF? Und darum soll es heute gehen, Martin. Genau. NIF ist eigentlich eine super sexy Sache, heißt nicht invasive Ventilation oder nicht invasive Beatmung und unterstützt Patienten. Das ist im Unterschied zu einer invasiven Beatmung, zum Beispiel über den Tubus oder Beatmungsbeutel im weitesten Sinne, wenn jemand nicht atmet, unterstützen wir jemanden, der spontan atmet und helfen damit einerseits der Oxygenierung, das heißt der Sauerstoffzufuhr, aber vor allem auch der Ventilation, das heißt der Bewegung von Atemgas, vor allem der Abatmung von CO2. Also Sauerstoff rein, CO2 raus, machen wir jeden Tag, die ganze Zeit, sonst wäre schlecht. Ja, genau. Aber da unterstützen wir. So, das klingt ja alles ganz interessant, ne? Aber Philipp, jetzt stelle ich mich mal als Praktikant, bei welchem Patienten, wann wird man das überhaupt machen? Also prinzipiell kann man es natürlich bei allen respiratorisch insuffizienten Patienten machen. Vor allen Dingen fallen mir da folgende ein, die man nehmen sollte. Das sind die COPDler, die exazerbiert sind. Das heißt, die den CO2-Anteil im Blut nicht mehr abatmen können. Meistens, weil sie sich einfach muskulär erschöpfen. Und das sind Patienten, die natürlich total davon profitieren, wenn wir sie mit ein bisschen Überdruckbeatmung unterstützen. Das heißt, COPDler, aber auch Leute im schweren Lungenödem, egal ob das jetzt kardiale Art ist oder einfach zu viel Flüssigkeit an Bord ist, also hypervolemes Lungenödem davor liegt. Das sind auch Patienten, die enorm von einer NIF-Beatmung profitieren können. Ein bisschen aus anderen Gründen, weil da eben der Piep die Patienten unterstützt und die Vorlast gesenkt wird. Also auch das Lungenödem Genau. ist etwas, was wunderbar. Philipp, du gehst schon ins Detail. Ich muss dich schon wieder unterbrechen. Piep und so weiter, das erklären wir gleich, was das bedeutet. Hast du vollkommen recht. Genau, aber setze fort. Genau. Verzeihung. Entschuldige. Machen wir weiter. Die Pneumoniker. Häufig hat man ja Leute, die eine schwere Pneumonie haben. Die sind respiratorisch eingeschränkt. Und das sind Patienten, die manchmal mit einer nicht-invasiven Beatmung so über die Akutphase drüber überbrückt werden können. Und noch ein letztes Patientengut oder zwei letzte Patientengute, das sind Patienten, die einfach muskuläre Probleme haben, also Leute mit einer Muskeldystrophie zum Beispiel. Und manchmal kann man es bei palliativen Situationen gut einsetzen, um dem Patienten einfach noch ein bisschen Komfort am Lebensende zu geben, wenn man ihn aber nicht intubieren möchte. Genau. Mir fällt jetzt noch der Asthmatiker ein, den hast du jetzt unter COPD Den dazu. Asthmatiker habe ich unter COPD Okay, dazu, hast du der ja akute vollkommen recht. Asthmaanfall, okay. Genau. Okay, jetzt wissen wir, man kann eigentlich relativ viele Patienten, die ein Atemproblem haben, unterstützen. Wo dürfen wir es denn nicht machen? Wo darf man es auf keinen Fall machen? Oder wo muss man besonders aufpassen, sagen wir so? Genau. Also ist ja klar, ne? Wenn wir jemanden mit Druck Luft da in die Lunge reinpressen, dann sollte der in dem Moment nicht erbrechen. Also Patienten, die keinen gesicherten Atemweg haben, ja? Die vielleicht komplett zugeschwollen sind obenherum, die, wo man sich schon fragt, ob die einen Tubus brauchen, einfach um den Atemweg zu sichern. Das sind Patienten, die keine nicht-invasive Beatmung brauchen, sondern die brauchen tatsächlich dann den Tubus. Wenn man in die Maske erbricht, ist natürlich auch blöd. Dann sind es Patienten, bei denen das einfach mechanisch nicht geht, weil sie vielleicht eine schwerste Mittelgesichtsverletzung haben. Also wenn einem der Unterkiefer schon zur Seite weghängt, dann ist vielleicht so eine Maskenbeatmung nicht das Sinnvolle. Eingeschränkt effektiv. Und das werden wahrscheinlich die meisten Leute auch schon von alleine dann entdecken. Nicht-invasive Beatmung unterstützt die Patienten nur, das heißt, sie müssen selbst die Atmung triggern. Wenn einer also gar nicht mehr atmet, dann ist das auch Quatsch. Also Patienten in Apnoe sollten auch nicht genifft werden. Und Patienten, die tiefkomatös sind, sind auch nicht für die NIF tauglich. Die haben ja per Definition auch einen ungesicherten Atemweg. Kleine Einschränkungen gibt es. Patienten, die hyperkapnisch sind. Hyperkapnisch Hyperkapnisch heißt, Dankeschön, zu viel CO2 an Bord. Also der COPDler, der einfach zu lange CO2 angereichert hat, die werden ja dann irgendwann müde. Das sind Patienten, die man mal kurzzeitig mit NIF eben überbrücken kann, gucken kann, ob die dann wacher werden, aber nur, wenn man genau den Patienten beobachtet. genau, weil da Das kann es wären. halt auch sein, dass der erbricht oder Das kann nämlich auch sein, genau. genau. Martin, das wäre so das, was mir jetzt an Kontraindikationen eingefallen ist.
Jetzt haben wir gehört, bei wem wir es machen, bei wem wir es nicht machen, aber wie machen wir es? Tja. Also grundsätzlich für eine echte NIF-Beatmung brauchen wir ein gescheites Beatmungsgerät. Das geht bei eigentlich bei allen bisschen advancederen Notfallbeatmungsgeräten, geht nicht mit jedem Luftpumpenbeatmungsgerät, das man so in der Präklinik sieht. Mit fast allen Beatmungsgeräten in der Notaufnahme oder auf Intensivstationen geht es aber problemlos. Im Endeffekt haben wir zwei oder drei Werte, die wir primär einstellen bei dem Gerät. Das eine ist der sogenannte Piep-Piep, den hat der Philipp vorher schon erwähnt, ist der positiv endexpiratorische Druck oder positive endexpiratory pressure, deshalb Piep. Der setzt den Druck fest, der im gesamten Atemsystem herrscht. Das heißt, in der Umgebung haben wir jetzt einen Umgebungsdruck quasi von null, also wir setzen den mit null gleich. In unseren eigenen Atemwegen haben wir dadurch, dass es da ein bisschen enger ist und dass die Luft ein bisschen Druck braucht, ungefähr einen Piep von 2 bis 3, sagt man. Wir legen meistens einen Piep von ungefähr 5 an. Dieser Druck herrscht in den ganzen Atemwegen und hält die Lungenbläschen, die Alveolen, offen. Macht Sinn. Gleichzeitig schon, ne? Ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu convoluted. Gleichzeitig hilft der Piep bei Patienten, die einen vermehrten Rückstrom zum Herzen haben, zum Beispiel bei dem von dir vorher erwähnten Lungenödem, indem Aha. es, indem es den intrathorakalen Druck erhöht. Ja? Das heißt, wir legen ja von außen Druck an, das heißt, der Druck im Thorax erhöht sich, das heißt, der venöse Rückstrom, der da kommt, vor allem von der Cava inferior, wird dem setzt sich ein Druck entgegen und damit kann man das Herz entlasten. Also das Hypervoläme, also volumenüberfüllte Lungenödem, profitiert von Piep. Also Piep, erster Wert. Der zweite Druck, den wir anlegen, ist der sogenannte ASB oder Pressure Support oder Unterstützungsdruck, ist der Druck, den die Maschine appliziert, wenn sie merkt, dass der Patient atmet. Das heißt, der Patient, wie du gesagt hast, muss er selber atmen. Der atmet, macht einen Atemzug. Die Maschine erkennt es und triggert einen Unterstützungshub, was natürlich super ist für die Patienten, die muskulär erschöpft sind oder die einfach jetzt schwach sind, weil sie die letzten 2, 3 Stunden oder Tage gekämpft haben, ja, und schon so sitzen mit der Atemhilfsmuskulatur und plötzlich können sie viel einfacher atmen. Wenn man das selber ausprobiert, finde ich, mit so einer gewissen Druckunterstützung ist eigentlich total entspannt atmen, hat man viel weniger Stress. Auch immer nachts. Ja, Aber genau. das bedeutet doch auch, Martin, dass der Patient stark genug sein muss, um den Trigger überhaupt zu bringen, oder? Genau, also er muss dem Gerät irgendwie vermitteln können, dass er überhaupt atmen möchte. Ja? Da kann man den auch noch einen sogenannten Trigger einstellen. Je nach Gerät gibt es da unterschiedlich sensible Einstellungen, aber quasi das Gerät muss erkennen, der Patient versucht anzuziehen und dann gibt er einen Unterstützungshub. Das ist der sogenannte ASB. Der ist sehr patientenindividuell. Meistens wird man mit einem ASB von 5 bis 7 bis 8 ungefähr anfangen. Das sind immer Millimeter Hg. Und das dann an den Patienten anpassen. Wenn die wach sind, kann man das häufig sehr, sehr gut mit denen besprechen. So, und die dritte Einstellung, die ist relativ einfach, das ist der FeO2, das heißt der Sauerstoffgehalt. Das ist natürlich schick an der nicht-invasiven Beatmung im Vergleich zur Maskenbeutelbeatmung oder zu allen anderen manuellen Beatmungsformen, ist, dass wir die Sauerstoffkonzentration ziemlich genau einstellen können. Also wir können sagen, oh, der Patient hat nicht nur ein Atempumpenproblem, also der tut sich schwer mit dem Atmen an sich, sondern der hat auch ein Oxygenierungsproblem, der hat zu wenig Sauerstoff. Da können wir den FeO2 bis auf 100% hochnehmen. Oder wir sagen, nee, der erschöpft sich nur, das ist sein Problem, vielleicht braucht er nur 30, 40%. Beim akut instabilen Patienten wird man am Anfang wahrscheinlich den FeO2 immer ganz hochnehmen und sich dann eher runtertitrieren. Das macht hier Sinn. Und da fällt mir noch was ein, das haben wir eben Oh ja. vergessen zu sagen. Man kann natürlich super Patienten auch präoxygenieren. Man kann Ne? Patienten präoxygenieren und mir fällt auch noch was ein. Eine Kontraindikation, nämlich, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass wir den Patienten Druck applizieren. Ne? Das heißt, wir erhöhen insgesamt den Druck im Brustkorb, in der Lunge, in diesen ganzen Atemwegen. Wo ist es natürlich dann potenziell schlecht, wenn wir diesen Druck applizieren? Gilt natürlich auch beim intubierten Patienten. Ich weiß es, wenn er einen Pneumothorax hat, Ein weil dann kann er Pneumothorax. Spannungspneumothorax bekommen. Genau. Den nicht entlasteten Pneumothorax. Genau, ist zumindest eine relative Kontraindikation. Manchmal kann es schon sein, dass man beim akuten Patienten das kurz anlegt, während man den entlastet, zum Beispiel. Präoxygenieren, super. Viel Sauerstoffgabe vor der Intubation ist häufig effektiver als so eine kleine Maske, die man dem Kann man ja Patienten auch drauf mal macht. Videos von Scott Weingart über DSI,
Late Sequence Induction sich anschauen. Das ist eine schicke Sache. Yes. Ich fasse nochmal zusammen, was jetzt die verschiedenen Krankheitsbilder betrifft. Mhm. Wir haben eigentlich zwei grobe Varianten. Wir haben die Variante der muskulären Erschöpfung und Hyperkapnie. Das heißt hohes CO2, wo wir vor allem die Ventilation, also das CO2-Abatmen, unterstützen wollen. Das sind die COPDler und Asthmatiker. Die profitieren vor allem von ASB, also von der Druckunterstützung oder P-Sub, Pressure Support, wie auch immer das heißt. Also diese Druckunterstützung. Mhm. Da würde ich mit einem Piep von ungefähr 5 anfangen. 5 ist meistens, bis auf ganz seltene Fälle, ein guter Startpiep und dann den ASB an den Patienten anpassen. Bei so einem Standardpatienten mit 7 oder 8, mhm. das ist dann der Unterschied zwischen dem unteren Druck, dem Piep und dem, den er dann danach anlegt. Also 5 plus 8 ist dann okay. 17, ne? Und beim Lungenödem? Beim Lungenödem-Patienten oder beim Patienten mit einer Pneumonie, die haben ja häufig primär ein Oxygenierungsproblem oder beim Lungenödem nochmal speziell dieses, dieser Druck, der im Thorax, den wir im Thorax anlegen, den und den Rückstrom zum Herzen ein bisschen kontrollieren können. Da hilft Piep. Piep hält die Alveolen offen, schient die Atemwege und erhöht den intertorakalen Druck. Das hilft bei der Pneumonie, das hilft beim Lungenödem. Da würde ich mit einem Piep auch vielleicht von 5, vielleicht von 7 anfangen, aber mich relativ rasch nach oben hangeln, um dann in einem 10er, ein bisschen höheren Piep zu langen. Mhm. Ja, das ist... sind so die zwei groben Indikationen. Das Gute ist, wie gesagt, bei der NIF, man kann dem Patienten häufig ganz gut sagen, was man da macht. Das ist sowieso wichtig. Dazu kannst du nachher gleich nochmal was erzählen. Aber man kann den Patienten auch fragen, ob das reicht. Ne? Reicht das, was ihnen die Maschine gibt? Ja, nein. Eigentlich echt ganz gut. Genau. Erzähl doch mal, welche Probleme es noch geben kann, so... Bei der NIF-Applikation, ne? Also so dieses. Also bei der NIF-Applikation, das prinzipiell, wie macht man überhaupt NIF? Wenn man NIF macht, ist, stellt euch einfach vor, ihr wärt der Patient, was passiert? Der Arzt kommt rein, drückt einem die Maske ins Gesicht, schnallt das Ganze fest, bindet vielleicht auch die Hände fest und ihr liegt da in Panik. Genauso macht man NIF nicht. sieht man trotzdem häufig. Wie macht man das vernünftig? Man geht zum Patienten hin, man erklärt es ihm, man sorgt für eine ruhige Atmosphäre, man stellt die Maschine so ein, dass sie schon mal voreingestellt ist, zeigt dem Patienten, wie das Ganze funktioniert, gibt dem Patienten mal die Maske in die Hand, dass er die vielleicht selber auch mal halten kann, dass er nicht das Gefühl hat, dass ihm da irgendjemand was ins Gesicht presst. Ja, und dann beginnt man mit niedrigen Drücken, denn die Drücke, das ist ja im allerersten Moment erstmal was vollkommen Ungewohntes und dann passt man die Drücke langsam an. Denn wenn ihr jemanden einfach mal einen 12er Piep direkt auf die Nase drückt und der sowieso schon zweifelnd ist, ne, und wahrscheinlich auch komplett atemnötig, deswegen wollt ihr ihn ja niffen, dann... Panisch quasi, ne? Der erstickt quasi. Dann ist grad. Das keine gute Sache, sondern fangt go slow und dann kann man den Patienten auch vielleicht medikamentös ein bisschen abschirmen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man gibt ihn zum Beispiel, es gibt viele Möglichkeiten, aber meistens gibt man dem Patienten dann Morphin, das hilft gegen die Atemnot ganz gut. Das schirmt auch so ein bisschen ab. Oder man gibt einfach Benzodiazepine. Prinzipiell kann man jedes Sedativum nehmen. Natürlich sollte man versuchen, dass der Patient nicht zu weit weg ist, dass er dann trotzdem noch gesicherte Atemwege hat und einen eigenen Atemwegsantrieb. Genau. Ja. Genau. Also, das war's doch eigentlich schon fast. Das war's schon alles. Das können wir nochmal kurz zusammenfassen. Bitte gern. Also, nicht-invasive Beatmung. Bei wem macht man es? Wir machen es prinzipiell bei COPD-Lern oder bei Patienten mit einer konstruktiven Atemwegserkrankung. Konstruktiv ist gut. Bei einer obstruktiven Atemwegserkrankung. Oder vielleicht sind die auch konstruktiv, die Patienten. Man weiß nicht. Also obstruktive Atemwegserkrankung, danke ja. Martin. Bei denen macht man das. Da macht man es bei Patienten, die respiratorisch insuffizient sind. Das mag die Pneumonie sein, das mag aber auch das Lungenödem sein. Dann kann man es bei Patienten mit muskulären Erkrankungen machen, die einfach nicht mehr genug Atemmuskulatur haben, um suffizient zu atmen. In palliativen Situationen und zur Präoxygenierung. Habe ich jetzt noch was vergessen? Nein. Nee. Dann geht es zu Kontraindikationen. Kontraindikationen, ungesicherte Atemwege. Dann der nicht entlastete Pneumothorax wäre eine, jetzt denke ich dran, wäre eine Kontraindikation. Der erbrechende Patient, wollte das K-Wort nicht sagen, und
der Schwerverletzte, Schwerverletzte mit Gesichtstrauma und apnoeische Patient. Was die drei Dinge, die wir einstellen, der Piep, das ist der niedrige Druck, der dann in den Atemwegen herrscht, das ist der ASB, das ist die Druckunterstützung, also quasi der Rückenwind bei der Beatmung, und der fraktionierte Sauerstoffanteil, also der FiO2, das sind die Einstellungen. Und wie wir das Ganze machen, haben wir gesagt, Patienten erklären, einfach nett sein zum Patienten, glaube ich, kann man sagen, medikamentös als auch menschlich. Ach, ein wunderschöner Abschluss. Danke. Danke, Philipp. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.